Hallo, hallo. Hallo, hallo. Anja sagt immer, du wunderschönes Wesen. Das finde ich wunderschön. Das sollten wir wieder sagen. Ja, oder? Hallo, hallo, du wunderschönes Wesen. Wir melden uns wieder zurück, weil am 2.6., wie wir gerade festgestellt haben, ja unser nächster Kreis ist und wir euch teasen wollen. Wir wollen euch anlocken. Wir wollen euch kitzeln. Und herzlich einladen. Auf natürlich jeden Fall. Zu dem Thema Nähe. Wir hatten ja letztes Mal schon das Thema Kontakt und jetzt ist es die Nähe und ja, da gibt es natürlich viele Parallelen. Wir verbinden das Thema, wir haben jetzt gerade drüber gesprochen, mit Stille, mit dem Kontakt ist vielleicht mehr aktiv und Nähe ist so eine stille Präsenz, eine Nähe, die aus der Stille irgendwie heraus entsteht. Aber vielleicht hast du auch eine ganz andere Meinung dazu. Auch das ist immer willkommen. Und wir wollen es diesmal auch ganz kurz machen. Keine langen Dialoge, auch ziemlich still. Außer? Aber wir haben ein Angebot für dich, was du in Vorbereitung schon mal versuchen kannst. Ja. Wane yana sumu na yaru. Wala hama yana sa. Mona yango mongo su. Ohoho ya. Hama ne. Na ya. Ja, wir haben hier gerade in einer, was auch immer für einer Sprache uns miteinander. Uns selbst unbekannten Sprache. In einer uns selbst unbekannten Sprache und miteinander. Und doch sehr bekannt, weil ganz von tief innen. Ausgetauscht und eine Nähe hergestellt zueinander, ohne den Verstand groß einzuschalten. Zu genau, und das soll auch ein Teil unseres gemeinsamen Seins am 2.6. sein. Und wir laden dich ganz herzlich ein, vielleicht magst du auch mal vom Spiegel oder mit einer Partnerin, einfach dich so sinnlos und dennoch vielleicht aus der Tiefe heraus ausdrücken, ohne Worte, die Bedeutung haben. Und einfach im Spiegel mal einfach irgendwie was aus dir rauskommen lassen. Ja. Wenn es kommt und wenn es nicht kommt, dann schau dir einfach mal ganz still in die Augen und vielleicht magst du dich auch beobachten, wie du das tust, was da so passiert, wenn du einfach mal mit oder ohne Worten dir selber begegnest, dir im Spiegelbild in die Augen schaust. Und wir freuen uns ganz sehr, dir zu begegnen am 2.6. in unserem vierten Friedenshüterin-Frauenkreis in Suhl. Im Lebensraum, wie immer von 10 bis 13 Uhr. Wir freuen uns so sehr auf dich. Bis dann. Bis dann. Und was sagst du immer? Komm.